Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder mit durch den Tag, durch unseren Alltag. Ja, es steht nicht so wirklich viel an. Wir gehen jetzt raus. Mami-Alltag halt. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, einige von euch gucken das ganz gerne. Wir haben hier gerade so ein akutes Thema, was mich ein bisschen beschäftigt. Und zwar hat mein Sohn mein Handy. Also der darf manche Stunden am Tag mit meinem Handy YouTube gucken. Ja, er ist 6 Jahre alt und er kommt ja dieses Jahr in die Schule und es gibt da diverse Videos oder Filme, die, wie ich finde, richtig toll sind, also wo er richtig viel auch gelernt hat. Teilweise guckt er englische Videos an, wir haben da eine Kindersicherung eingebaut, also ich beobachte ganz genau, was er da guckt. Aber ich merke jetzt, dass sich das zu einer, naja, Sucht klingt jetzt heftig, aber es entwickelt sich schon zu einem Problem, dass er halt sehr auf dieses Handy fixiert ist. Ja, wir gehen raus, er geht in die Kita, er hat Freunde, aber er hat halt auch schon dieses Handy. Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, durch die Geburt meiner Babymaus, als ich im Wochenbett war und mein Mann sehr viel unterwegs war, dann waren ja auch die Schließzeiten von der Kita und ich hätte ihn auch gar nicht früh jetzt mit der Kleinen dahin gebracht, so weiß ich nicht, so in der ersten Woche mit Baby, da hatte ich ja einen Kaiserschnitt und das ging ja nicht. Also war ich da auch teilweise sehr froh, dass wir hier das Handy haben, dass er da einfach dann was gucken konnte. Ich habe ja immer so ich höre ja wirklich immer mit einem Ohr mit. Jetzt spielt er zum Beispiel mit der Kleinen, also das ist irgendwie auch dann stundenweise, ne, klar. Und da war das Handy halt, wie gesagt, eine Hilfe oder, ne, ja, schon eine Hilfe. Aber jetzt merke ich schon so, dass wir, also es gibt bei uns jetzt feste Handyzeiten, vielleicht interessiert euch das, vielleicht habt ihr ja ähnliche Probleme. Ich meine, wir haben ja irgendwie alle Handys und es ist ja auch schwer, das vorzuleben, weil zum Beispiel mein Mann, der arbeitet auch viel mit dem Handy, der checkt da seine Mails, der macht ganz viel Kommunikation mit dem Handy. Und dann kennt der das natürlich auch schon, dass der dann auch schon mal beim Frühstück mit dem Handy sitzt, ne? Und das will ich halt jetzt alles eigentlich abschaffen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn ja, dann, wenn ihr das auch kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal total interessieren. Dieser Umgang, weil klar, das ist jetzt eine andere Kindheit, ne? Man kann sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich bin so alt und ich habe als Kind irgendwie, bin ich, ja, ich auch, ich war im Wald spielen, es gab keine Handys, es gab nichts Digitales, wir hatten teilweise noch nicht mal Fernsehen, also als ich ganz klein war. Und ja, ich bin anders aufgewachsen, aber ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, die Kinder heute, die sind ja nur noch am Handy. Also das hat halt alles Vor- und Nachteile. Dafür kann der mit 6 Jahren schon teilweise Englisch und weiß so viel, was er da echt gelernt hat und hat da so ein, also sein, ich glaube, das macht auch ganz viel mit den Kindern, ne, wenn man das gut einsetzt. Das ist schon echt toll und natürlich versuchen wir ja auch mit ihm rauszugehen und ihm, dass er sich bewegt und rennt und turnt und tobt und so, aber man kann das echt nicht mehr mit unserer Kindheit vergleichen und ich finde das immer nicht so gut. Es gibt so Leute, die sich so hinsetzen und erzählen, also bei uns war alles besser. Das ist Quatsch. Jede Generation hat ihre Kindheit und jede Generation wird sich daraus entwickeln und die Menschen entwickeln sich immer weiter. Das ist so meine Meinung, ne? Kann ja jeder sehen, wie er will. Naja, aber jedenfalls weiß ich, dass wir dieses Thema jetzt gerade angehen und uns überlegen müssen, wie wir, also wir haben jetzt zum Beispiel diese festen Handyzeiten, ne? Also, dass er halt jetzt weiß, er darf irgendwie am Tag, gibt es so 2 feste Stunden, oder genau, wenn die Kleine jetzt zum Beispiel, wo die so extrem gezahnt hat und dann war die echt sehr quengelig und dann, wenn ich die stillen wollte, dann ging das gar nicht, wenn da jemand in der Nähe war. Da hat sie sich immer sofort abgedockt und war ganz ganz unruhig und da durfte er dann auch mal das Handy, leg dich jetzt einmal kurz hier hin und ich still die Kleine jetzt in Ruhe, so, ne, also dann, ja, also ist halt irgendwie Fluch und Segen, ne, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Es ist so ein Ding, also das beschäftigt mich gerade echt. Weil natürlich durch die Schule wird sich das natürlich ändern, weil dann geht er natürlich früh in die Schule und auch jetzt, wenn ich wieder arbeite und der Kita-Alltag beginnt wieder richtig. Jetzt ist ja für uns Kita gerade so Luxus, ne? Also Kita ist gerade so, wenn er Lust hat
Und wenn er wirklich Freude hat, und es gibt ja zum Beispiel so ein Musikprogramm, oder dann gehen die in die Turnhalle, und diese Sachen, die macht er halt alle gerne mit. Aber es ist nicht so, dass wir müssen, ne? Dass wir jetzt so wirklich so um 8 in die Kita und so, das haben wir ja gerade nicht, noch nicht. Das kommt natürlich alles, und ja, also müssen wir uns da halt so, das sind gerade so unsere Probleme, die wir so haben, und vielleicht kennt ihr das ja, dann bin ich nicht allein auf der Welt mit diesem Mama-Problem. Ansonsten mit der kleinen Babymaus ist gerade echt alles wieder schön. Ich bin so froh, dass diese beiden kleinen Zähnchen, die da unten rausgekommen sind. Und ich merke auch, ihr geht's echt wieder gut, und die isst auch wieder total gerne und ist halt echt wieder so ein Sonnenschein, weil die war wirklich wie ausgewechselt, und sie weinte, und ich dachte so, was mache ich denn, was mache ich denn? Und ich wusste natürlich, dass das die Zähne sind, und das sieht man ja auch an den roten Backen, und das ist ja auch normal. Und da muss man als Mama eben einfach durch, ne? Dass diese schlaflosen, super schlaflosen Nächte, weil die Nächte sind bei uns immer noch nicht schön. Ich möchte auch gar nicht drüber nachdenken. Es ist halt so, es ist jetzt die Zeit, und ja. Es gibt Schlimmeres. Ja, jetzt sehe ich hier unten die Kinder rumspringen, und man sieht auch schon an den Bäumen so die ersten Knospen. Habt ihr das schon gesehen bei euch? Das finde ich so toll, dass es jetzt losgeht. Es hat jetzt wieder so einen Neubeginn. Und wenn ihr jetzt gerade krank wart, ne, kennt ihr dieses Gefühl von, oh, jetzt ist es vorbei, und jetzt geht es mir wieder gut, und jetzt geht's. Das hat auch so was Befreiendes. Also so eine Krankheit, glaube ich, muss man auch mal durchmachen, um danach wieder so einmal durchzuatmen. Ja, und jetzt rede ich und rede ich schon, rede ich und rede ich. Genau, also das Thema Handy, das ist was, was bei uns gerade. Ja. Nein, jetzt nicht. Wir gehen ja jetzt raus. Ich habe mir gedacht, während mein Kleiner jetzt auf dem Spielplatz rumrennt, nutze ich die Chance und rede einfach mal noch ein paar Minuten mit euch. Also wir haben jetzt echt Frühlingsbeginn. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Es ist so, so schön. Endlich scheint die Sonne und die Vögel zwitschern. Es tut einfach so gut. Und das ist nämlich auch so mein Thema, worüber ich die ganze Zeit nachdenke. So zum Thema Kinderwunsch, ne? Was ja viele von euch beschäftigt. Und zwar ist da, glaube ich, ganz viel im Kopf. Also ich merke das halt jetzt gerade, mir geht es halt so gut. Es tut einfach so gut, dieses, oh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann ganz viele Blockaden im Kopf aufbauen. Und ihr Frauen, ihr da jetzt, das klingt immer so komisch, ihr da draußen, ich bin ja auch da, also wir sind ja irgendwie alle in einem Boot, aber ich weiß ja genau, wie es euch geht, wie sich das anfühlt. Also genau jetzt vor 2 Jahren war ich ja auch so drin, dass ich so dachte mir, oh, ich wünsche mir so sehr ein Kind. Und wie gesagt, ich hatte ja damals diese Fehlgeburt, und das hat mich echt beschäftigt und das hat mich auch echt verändert. Und genau, was ich euch eben mal noch erzählen wollte, bei mir war das so, ich bin ja dann 40 geworden, und zu meinem 40. Geburtstag waren wir zufälligerweise in Italien. Also das hatte sich irgendwie alles so ergeben, wir hatten das gar nicht so geplant, aber wir waren in Italien. Und dann waren wir in Salso Maggiore Terme. Das ist so ein wunderschöner Ort, aber das war halt im März, ne? Mein Geburtstag ist ja jetzt bald. Und da war es halt noch wirklich so kalt, also es war nicht so schön. Und ich weiß noch, wir lagen im Bett, und an dem Morgen, ich bin dann aufgewacht, und genau zu der Zeit war das nämlich auch wieder so bei mir das Thema, dass ich dachte, oh Gott, kommen jetzt meine Tage oder kommen die nicht? Das kennt ihr ja jeden Monat, wenn ihr versucht, schwanger zu werden, dass man dann immer weiß. Dass man dann immer nicht weiß, klappt es jetzt oder nicht? Hast du keine Lust, dass ich rede? Genau, und an meinem 40. Geburtstag morgens kamen natürlich meine Tage. Und das war für mich damals so, dass ich so dachte, so, jetzt Bruch, jetzt höre ich auf, ich möchte nicht mehr. Ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, da ist ganz viel passiert. Und an dem Tag meinte dann irgendwie mein Mann so,
wir fahren jetzt, der guckte so im Wetterbericht und es war da ganz schlechtes Wetter und er meinte so, wir packen jetzt hier die Taschen, wir hatten zwar das Hotel gebucht noch ein paar Tage und er meinte, weg hier, wir packen die Taschen, wir fahren jetzt zum Gardasee. Und dann fuhren wir irgendwie, ich so, was, wir haben doch aber jetzt hier alles bezahlt und so. Und also egal, am Gardasee sind 20 Grad und Sonne und ich möchte hier nicht bei 10 Grad und Regen sitzen, wir fahren jetzt. Und das war alles irgendwie so, das kam so und dann sind wir wirklich da weggefahren und sind dann Nachmittag am Gardasee angekommen und waren dann da in so einem ganz, ganz tollen, weiß ich nicht, wir hatten da wirklich Glück, schöne Unterkunft und alles richtig toll. Und da hat dann bei mir irgendwas passiert. Also es war dann so wunderschön, das war für mich so ein Neubeginn, dass ich wusste, so, ich schließe jetzt ab mit diesem Negativen, mit diesem immer jeden Monat, so jeden Monat warten und gucken und hoffen und bangen und beten und jammern und traurig sein. Ich wollte das nicht mehr. Also für mich stand fest, okay, dann ist es jetzt für mich durch das Thema und ich werde so mein Lebensglück finden. Und nicht mit der Schwangerschaft. Also nicht mehr, dann werde ich halt nicht mehr schwanger. Ich muss jetzt hier mal gerade so ein bisschen Action machen, weil die Kleine hat irgendwie keine Lust und sie will auch nicht einschlafen. Ist ja auch klar, sie hat ja schon Mittagsschlaf gemacht. Aber egal. Ja, und irgendwie, ich glaube, das war halt so für mich so ein Auslöser. So dieses Gefühl da, das war so wie so ein Neuanfang in meinem Kopf. Also ich wusste so, ich mache das nicht mehr. Ich werde jetzt nicht mehr gucken und in meinem Eisprungkalender da rumgucken und wann bin ich jetzt wieder fruchtbar und so. Ich hatte so keinen Bock mehr und dann halt diese tolle Gegend da in Italien und das war für mich echt so ein Auslöser. Also da habe ich mich echt so gelöst von mir selber, so von diesem Zwang, weil das wird echt zum Zwang. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich schon, dass man sich das so selber. Also das ist echt ganz schlimm, was ihr euch da antut. Ne? Also auch und wahrscheinlich auch euren Männern. Also gut, mein Mann hat das gar nicht so mitbekommen und ich habe auch mit niemandem drüber geredet. Es wusste bei mir niemand, keine Freundin, keine meiner Mutter nicht, niemand. Ich habe das wirklich mit mir alleine ausgemacht und das war echt so belastend. Und deshalb mache ich ja auch hier diesen Kanal oder deshalb habe ich eigentlich mit diesem Kanal begonnen, weil ich halt irgendwie zeigen wollte, ihr seid dann nicht allein. Und für mich war das auch wie eine Befreiung, zu zeigen, dass ich jetzt das abgeschlossen habe und ich gehe damit jetzt raus in die Welt und ich zeige das, ich kann da jetzt drüber sprechen und ich habe mich davon gelöst. Und jeder hat ja so seine Aufgabe und ich denke immer so, vielleicht ist das so ein Teil in meinem Leben. Genau, und ja. Also das würde ich mir, aber das kann man nicht steuern, das kann man nicht planen. Ich wünsche mir nur für euch, wenn ihr jetzt in so einer Situation seid, dass sich das so ergibt. Ihr könnt das nicht steuern. Ihr könnt es euch vielleicht wünschen, ihr könnt eure Gedanken formen, aber man kann sowas nicht planen. Ne? So ein Bruch, so ein emotionales Verändern, das kann man, glaube ich, ganz schlecht alleine steuern. Und ja, also vielleicht schafft ihr das irgendwie. Und dann hat das bei mir natürlich nochmal gedauert. Also ich wurde ja dann nicht sofort schwanger, aber dann war ich erstmal gelöst. Ich war dann nicht mehr so traurig. Ich habe dann wieder mein Leben genossen und habe mich auf andere Sachen fokussiert und so. Und dann bin ich, wie gesagt, im September schwanger geworden. Aber da rede ich auch nochmal dann drüber, wie das dann alles so gelaufen ist und so. Aber ich habe dann nichts mehr gemacht. Also ich habe dann einfach losgelassen und genau. Und habe dann auch erst mit 41 das kleine Babymäuschen bekommen, die jetzt eingepennt ist. Jetzt, wo ich fertig bin mit Sprechen, beziehungsweise höre ich jetzt auf, ich gehe jetzt gucken, mein Kleiner, der springt auf dem Spielplatz rum und ich gehe jetzt einfach mal hin und gucke, dass da alles gut ist und ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so verstanden habt oder ob ich das so rüberbringen konnte, aber das war für mich so halt so eine Veränderung im Leben oder in meinem Kopf, genau. Der Tag ist jetzt vorbei.
Hier sitzt mein Mann und macht total die Grimassen und ich muss jetzt hier ernsthaft versuchen, noch was zu erzählen. Nichts sagen, sonst hört man deine Stimme. Nee. Ich schneide es jetzt nicht raus. Alles, was du jetzt von dir gibst, bleibt im Video und wird gesendet. Er schüttelt den Kopf. Okay, also es ist jetzt Abend und... Hört ihr den Kichern? Ich hoffe, man hört das über das Mikro. Ja, und dich hört man auch, genau. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Und ich freue mich total, wenn euch mein Film gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mich ja gerne kostenfrei abonnieren oder mir einen Daumen nach oben geben. Und wir kochen jetzt was. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Film.